Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich blogge zu dem Thema Produktiv in digitalen Zeiten und dem papierlosen Büro. Ja, heute ein Tipp oder eine Anleitung, wie ihr mit eurer Apple Watch einfach Aufgaben in Todoist anlegen könnt. Das ist sehr einfach und es gab aber ein paar Fragen, wie das genau funktioniert und wie ich das genau mache. Und das will ich euch in diesem kurzen Video jetzt mal eben vorstellen. Ja, um es möglichst einfach zu machen, sollte ich mir in meiner Watch-App, ja, hier Watch, erstmal in das Dock hier unten die Todoist-App mit reinlegen. Ich kann also hier jetzt hingegen mir beliebige Apps da reinlegen. Ich kann also hier sortieren, wie ich es gerne hätte, oder auch andere Apps hinzufügen, wie Aktivität kann ich dann hin und her. Wichtig ist, das mache ich jetzt mal nicht, die will ich da gar nicht haben, aber wichtig ist, dass Todoist mit im Dock liegt. Das ist jetzt so, damit ihr schnell auf der Apple Watch auch drauf zugreifen könnt. So, hier ist jetzt die Apple Watch und ich hatte mir ja eben hier in mein Dock hatte ich mir ja Todoist gelegt. Ich gehe jetzt auf Todoist. Hier seht ihr jetzt, hier sind meine Aufgaben, die ich mir für heute vorgenommen habe. Seht ihr auch schon, was ich hier alles machen will. Zum anderen natürlich Video, Apple Watch Todoist aufnehmen gehört dazu. Aber jetzt will ich eine neue Aufgabe anlegen. Jetzt gehe ich einfach drauf, mache einen Deep Press. Das heißt, ich drücke feste und lange auf die Uhr. So, und jetzt sehe ich hier, ich kann zum einen die Ansicht auswählen, das will ich nicht, ich will ja eine Aufgabe hinzufügen. Und ich mache das jetzt und bin dann still, ich gebe dann direkt mal den Text ein, weil es öffnet jetzt sofort Siri und jetzt kann ich den Text eingeben. Also Aufgabe hinzufügen, Nachfassen, Angebot, Müller. So, jetzt hat er die Aufgabe erfasst. Ich sehe hier Nachfassen Angebot Müller, hat den automatisch auf heute gelegt, ja, und in den Eingang. Ich könnte jetzt noch hingehen hier drauf und kann mir jetzt das einem Projekt zuordnen. Ich kann es in den Eingang lassen. Ich kann also jetzt hier irgendein Projekt, ich gebe das einfach mal in mein LBOM und sage Speichern. So, jetzt habe ich das hinzugefügt. Wie ist das aber, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufgabe erfassen will, die erst morgen gemacht werden soll? Dann mache ich das anders. Ich gehe mal wieder in Deep Press, Aufgabe hinzufügen und dann sage ich das. Morgen Rückruf Frau Schmidt. So, und heute haben wir den 25. April. Ihr seht, das ist auf den 26. April gelegt. Jetzt könnte ich wieder eine Aufgabe hinzufügen. So ist das, als jetzt habe ich halt das Datum schon mit in Siri eingegeben. Ich speichere das jetzt auch mal. Da habe ich gleich noch jede Menge Arbeit, das alles wieder zu löschen. So, gespeichert. Ich kann aber auch hingehen und auf ein x-beliebiges Datum. Rückruf Frau Schmidt am 27. Juni. Und auch das hat er gelernt, 27. Juni. Also hier kann ich mit Siri einfach schon mal das Datum eingeben. Super, super einfach.